Bitte. Ja, hallo liebe Facebook-Freunde. Heute ist es soweit. Ihr erinnert euch noch, am 30. April, Frühlingsmarkt in Haßfurt, dank der offenen Tür zur Neueröffnung meines Bürgerbüros in Haßfurt am Marktplatz. Wir haben ein kleines Ratespiel mit euch veranstaltet, wurden einige Ratespielchen abgegeben und es gab tolle Preise zu gewinnen. Eine Fahrt mit mir nach Berlin für Ballersohle und natürlich in unseren drei Landkreisen Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Haßberg auch jeweils ein kulturelles Ereignis. Den Bad Kissingen, im Landkreis Bad Kissingen, besucht drei Theater in Maßbach, in Rhön-Grabfeld ein Besuch im Freilandmuseum Plauungen und in Haßfurt Besuch des Kulturabends. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, wer die glücklichen Gewinner sind. Unterstützt werde ich bei der Auslosung von meinen Mitarbeitern im Büro in Haßfurt, Marco Heumann. Marco, wir werden jetzt mal richtig glücklich. Und dann greifen wir hinein. Ich sehe wirklich nichts. Es ist ein Zettel. Der Marco überprüft, ob die Lösung stimmt. Jawohl, die Lösung ist richtig. Berlin hat gewonnen die Rosemarie Brandt aus Uppenhofen. Aha, schön. Wir werden sie nachrichten. So, jetzt der Freilichttheater in Maßbach. Einzelner Zettel? Jawohl. Die Lösung ist auch richtig und das wird ein kurzer Weg zum Theater, nämlich der Gewinner ist die Waltraud Kaufmann aus Maßbach. Das ist ja witzig. So, wir schütteln nochmal. Ja, nochmal kräftig durch. Jetzt geht's ins Freilichtmuseum nach Plauungen. Für, bitte schön. Die Lösung Berlin ist hier auch wieder richtig. Der geht nach Haßfurt, der Preis, an die Nicole Biller. Und ich mach nochmal richtig. Und jetzt der Kulturabend in Haßfurt. Der wird besucht von Bert Reichel aus Haßfurt. Ja, dann herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Ihr werdet nochmal benachrichtigt von uns. Und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns bei einer der Veranstaltungen vielleicht auch begegnen.